Ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich habe jetzt tatsächlich 6 Monate am Stück dieses Medikament hier gesehen. Ich hoffe, man ist diesmal richtig lesbar, glaube ich, hoffentlich. Aknenormin habe ich jetzt ganze 6 Monate genommen. Ich habe ja schon ein 3-Monats-Update gemacht. Sprich, vor genau 3 Monaten circa habe ich das 3-Monats-Update gemacht zu Aknenormin. Damals war ich auf 60 Milligramm, mittlerweile bin ich auf nichts mehr. Ich habe komplett abgesetzt, denn ich möchte gesünder werden und ich denke, dass man sehen kann hier auch in der Kamera, dass ich zwar noch Akne habe, wirklich. Die Kamera ist sehr unempfindlich, was die Schärfe angeht, deswegen sieht mein Gesicht hier in der Kamera nicht ganz so schlecht aus, aber trotzdem habe ich immer noch Akne. Aber ich bin der Meinung, dass die Restakne, die ich jetzt auch im Gesicht habe, auch ohne dieses Medikament nehmen, wegbekommen kann. Genau, ich habe vor einer Woche die letzte Tablette genommen. Die letzte Tablette, ich habe ohne Arztkontakt, ohne niemanden, auch von 60 Milligramm auf 40 Milligramm reduziert und dann weiter auf 20 Milligramm reduziert. Ich habe auch keine Tabletten mehr bekommen. Ich war beim Arzt gar nicht mehr, beim Hautarzt. Meine Mutter ist ja Kosmetikerin, sprich ich bin da schon quasi an der Quelle dran, was Kosmetik angeht. Bin ich da beim höchsten, was man machen kann in der Kosmetikbranche eben. Dazu wird auch noch ein paar Videos kommen, wie die Behandlung genau aussieht bei Akne. Wie man es am besten meiner Meinung nach pflegen und behandeln kann. So, genau, ich habe vor einer Woche komplett abgesetzt und ich merke, dass es mir nach dem Absetzen, ich habe noch keine Veränderung gespürt, dadurch, dass ich am Ende auf 20 Milligramm war. Ich bin 1,90 groß und wiege ungefähr 90 Kilo. Also diese 20 Milligramm, die ich am Ende noch hatte, machen, glaube ich, nicht mehr wirklich viel Schaden im Körper. Da ist nicht mehr allzu viel. Als ich auf 60 Milligramm war und auf 40 Milligramm, war das Ganze schon mehr. Aber auf 20 Milligramm war ich ungefähr einen Monat. Sprich, den letzten Monat war ich auf 20 Milligramm, habe wirklich ohne Arztkontakt, ohne niemanden alleine reduziert. Und wie gesagt, ich habe vor einer Woche komplett abgesetzt. Also die letzte Tablette hier, wie man sehen kann, habe ich sogar noch drin. Die letzte Tablette ist hier vor einer Woche ungefähr rausgekommen, was mich wirklich gefreut hat. Ich kam auch jetzt dazu, ein Video zu machen. Denn ja, ich habe es davor nicht hinbekommen, hier offen vor euch zu sprechen. Aber ich bin jetzt hiermit komplett durch. Sprich, was die Heilung angeht, Aknenormin für mich schon mal raus. Also bin ich da schon mal einen Schritt weiter, quasi einen Faktor weniger, der mich quasi runterzieht, was die Nebenwirkungen angeht. Wie alle wissen, macht Aknenormin einige Nebenwirkungen aus, die den Körper sehr stark stressen und unter enormen Stress setzen. Und freut mich auf jeden Fall, dass ich da schon mal ein bisschen weg bin von und zumindest die anderen Sachen jetzt ein bisschen mehr, ja, mehr Leistung vom Körper ziehen können und dadurch besser heilen können. Aknenormin bei mir vor allem, meine Leberwerte waren extrem schlecht und Aknenormin hat mir da gerade nicht wirklich geholfen, die Leberwerte zu verbessern. Deswegen auch ein Riesengrund für mich, warum ich Aknenormin jetzt aufhöre zu nehmen. Nicht nur dadurch, dass mein Gesicht gut geworden ist, also wesentlich besser als früher, und dass die Leberwerte eben und meine Gesundheit generell besser werden soll. Ich bin auch wirklich immer noch, ich war auch beim 3-Monate-Update der Überzeugung, dass die Ernährung nochmal mehr ausmacht als Aknenormin. Also natürlich kannst du mit Aknenormin allein oder einer schlechten Ernährung deine Akne trotzdem einigermaßen in den Griff bekommen, aber wirklich heilen und dein Gesicht wieder Kraft zurückzugeben. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe mein Gesicht sah, hier mal kurz eine Einblendung oben links, wie mein Gesicht aussah vor ungefähr 7 Monaten. Könnt ihr mal hier oben so schön sehen, nebenbei, wenn ich hier rede, einfach mal anschauen, wie das Ganze so aussieht. Es ging gar nichts mehr für mich und ich bin so glücklich, dass ich dank diesem Medikament und dank meiner Ernährungsumstellung, ich dachte damals, dass ich mich wirklich gut ernähre, ich habe mich auch eigentlich für vergleichsweise jugendliche Ernährung wirklich gut ernährt. Ich habe darauf geachtet, was ich esse, ich habe mich sehr gesund ernährt, aber das Ganze war leider nicht förderlich für meine Akne. Ich bin aktuell wirklich, also was ich empfehlen kann, ich bin von Milch komplett weggegangen, also für alle, die von euch noch Milch trinken und schwere Akne haben, probiert erstmal die Milch zu reduzieren, also komplett Milch wegzulassen. Dann fangt an, nur noch Wasser zu trinken. Das sind die 2 höchsten Punkte, Milch und nur Wasser trinken, also keine süßen Getränke mit Zucker drin. Ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr generell raffinierten Zucker, sprich weißen Zucker, der ist fast überall drin, so gut wie möglich reduziert. Ihr müsst ihn nicht weglassen, das ist unmöglich. Und probiert einfach diesen Zucker aus eurer Ernährung so gut es geht zu reduzieren, weiter und weiter und weiter. Danach könnt ihr anfangen, Butter wegzulassen. Butter ist
es gibt dafür andere Sachen. Ich hole mal ganz kurz was, ich bin gleich wieder da. Ein Riesenfaktor, der für mich Akne verbessert hat, war wirklich alltümliche Butter wegzulassen. Beim Anbraten zum Beispiel benutze ich, kann man überall kaufen, ich glaube sogar in jeder Supermarktkette. Ich weiß nicht, ob in jedem Discounter, aber zumindest in jedem Supermarkt. Alnatura, Bio Company, das sind jetzt die teureren Sachen, aber da gibt es auch hoffentlich günstigere Anbieter, die das auch haben. Ich glaube auch Rossmann hat das und DM, glaube ich, bin ich mir fast sicher. Und zwar ist das hier Ghee, ist wirklich extrem angenehm zum Braten, schmeckt wirklich gut. Wenn ihr damit Reis macht oder wenn ihr euch damit Nudeln macht oder was auch immer zum Braten oder wenn ihr für den Fleisch bratet, ist Ghee wirklich meiner Meinung nach mit das Beste. Ich spüre wirklich, dass es mir nicht diese Verteilung im Gesicht ausübt, wie es bei Butter und bei fettigen Lebensmitteln ist. Das kennen die meisten von euch, die Akne haben, dass wenn ihr irgendwas Fettiges isst, direkt danach spürt, wie euer Gesicht einfettet und da die Teigdrüsen einfach komplett am Eskalieren sind. Und Butter weglassen, Milch weglassen, Zucker weglassen, wenn ihr die drei Faktoren schon mal drin habt, solltet ihr schon einigermaßen Verbesserungen spüren. Und dieses schöne Medikament hier, Aknenomin, ist nur der Booster, wenn ihr es wirklich nicht hinbekommt und eure Akne trotzdem, ich sag euch so, von mir aus habt ihr die Erlaubnis, natürlich sprecht mit eurem Arzt, wenn ihr diese drei Faktoren beachtet, euer Fett zu reduzieren, euren Zuckerkonsum zu reduzieren, Milch wegzulassen, Milch ist ja auch pures Fett, also da auch weglassen und dann und immer noch nach, wenn ihr das 4 Wochen durchzieht, also wirklich 4 Wochen, schreibt mir auf Instagram und schickt mir Fotos, wie ihr aussieht und ich bin da gern für euch der Ansprechpartner. Ich mache auch jeden Sonntag hier um 20 Uhr einen Livestream, wo ihr mir gerne Akne-Fragen und Ernährungsfragen und auch Kiefer-OP-Fragen stellen könnt. Das ist kein Problem für mich. Da bin ich, wie gesagt, Ansprechpartner für jeden, der eben mit diesem schrecklichen Zeug, was sich leider Akne nennt, umgehen muss. Dann, wenn ihr diese drei Faktoren wirklich 4 Wochen durchgezogen habt, also wirklich 100% da reingeschickt, nur 4 Wochen. Macht diese 4 Wochen einfach mal und schaut. Wenn ihr Verbesserung im Gesicht merkt, macht es weiter. Wenn ihr keine Verbesserung merkt, müsst ihr noch an anderen Punkten arbeiten, was Schlaf angeht, was Stress angeht. Ich habe chronischen Stress gehabt, ich habe wenig geschlafen mit chronischem Stress. Ich habe alles getan, was ich machen konnte und bin deswegen auch extrem krank geworden. Deswegen auch die Akne. Akne ist für mich persönlich, meiner Meinung nach, eine pure Krankheit. Jeder Mensch, der Akne hat, ich eingeschlossen, ist leider innerlich vom Körper wirklich krank einfach. Das ist nicht normal, dass Menschen Akne haben. Und das hier ist ein Booster. Wenn ihr zum Hautarzt geht und Aknenomin nehmen wollt, unbedingt, wenn das eure einzige Letzte, ihr wollt unbedingt Aknenomin nehmen, geht zu einem Hautarzt, zu irgendeinem Dermatologen, wo ihr auch immer wohnt. Am besten sucht euch den Besten raus. Online könnt ihr nachschauen, Bewertungen, ihr wisst ja, wie das läuft, alle. Sprecht mit dem Arzt und probiert ihn auch über die Ernährung aufzuklären. Die meisten Ärzte möchten eben nicht wissen, dass die Ernährung wirklich helfen kann. Und sagt ihm, ihr wollt die geringstmögliche Dosis nehmen, um eure Nebenwirkungen so klein wie möglich zu halten, aber die positiven Effekte so hoch es geht. Ich glaube, es gibt auch 10 Milligramm Tabletten. Für die unter euch, die weniger wiegen als ich, die kleiner sind als ich, probiert wirklich so klein wie es geht anzufangen und nehmt es dafür länger. Also probiert zum Beispiel, nehmt 20 Milligramm, aber dafür 20 Milligramm 6 Monate, statt direkt mit 60 Milligramm oder 40 Milligramm einzusteigen und das dann kurz zu nehmen, bis die Akne weg ist, dann wieder aufzuhören. Also probiert wirklich, ich spreche nur aus meiner Meinung, also alles, was ich hier sage, ist kein Rat, den ich euch geben darf. Ich bin ja auch kein Fachmediziner, ich bin einfach nur ein ganz normaler Typ, wie man uns schwer erkennen kann hier. Probiert mit dem Arzt die geringstmögliche Dosis auszumachen. Lasst es euch verschreiben und nehmt die geringstmögliche Dosis. Auch wenn der Arzt sagt, ihr sollt höher anfangen. Ich würde es wirklich nicht empfehlen. Nur meine Meinung. Informiert euch da, schaut euch andere Berichte an, was die euch sagen. Meiner Meinung nach probiert so gering wie möglich anzufangen und dazu eben eure ganzen anderen Lebensumstände, was Ernährung angeht, zu verbessern. Und ganz wichtig hier, den letzten Punkt, wirklich, das habe ich auch nach beim 3-Monats-Video gesagt, muss ich immer wieder sagen, das ist wirklich das Wichtigste, was ihr beachten müsst. Die Pflege ist so wichtig, in dem Sinne wichtig, dass ihr nicht übertreiben sollt mit der Pflege. Ich habe mich 2-mal am Tag komplett grundgereinigt, mein Gesicht. Das Problem ist, dass die Schutzhaut im Gesicht, ihr die komplett zerstört, wenn ihr euch so oft reinigt. Ich bin mittlerweile von 2-mal reinigen am Tag, von 2-mal Gesicht reinigen, auf 1-mal am Tag umgestiegen und jetzt bin ich auf 1-mal alle 2 Tage umgestiegen und vielleicht auch 1-mal alle 3 Tage. Und das ist so
viel besser die Haut heilt von allein. Ihr müsst euch nicht von Payot oder anderen Anbietern irgendwelche teuren Produkte kaufen. Reinigt einfach weniger. Ich weiß, am Anfang würde es sich sehr eklig anfühlen. Generell, wenn man Akne hat, fühlt man sich einfach nur eklig im Gesicht. Man fühlt sich eklig, das ist ein Fakt. Also jeder, der Akne hat, weiß, wie sich das anfühlt. Wenn man diese ganzen Entzündungen im Gesicht hat, man fühlt sich nicht sauber, man fühlt sich einfach eklig. Und man möchte durchgehend reinigen. Man möchte am liebsten den ganzen Tag sein Gesicht reinigen. Nach jedem Mal kurz rausgehen, möchte man sein Gesicht reinigen. Das ist einfach ein Verlangen. Aber probiert es bitte wegzulassen. Wenn ihr zweimal am Tag euer Gesicht reinigt, oder vielleicht sogar dreimal am Tag, geht zuerst auf zweimal am Tag, dann geht auf einmal am Tag rum. Macht es wirklich. Es hilft unglaublich. Gesichtreinigung, Ernährung, und wenn das beides geholfen hat und ihr immer noch mehr Ergebnisse haben müsst oder wollt, probiert die geringstmögliche Dosis von Aktinomin zu nehmen. Ich habe jetzt hier wirklich auch ohne Gespräch mit meinem Arzt, ich bin mir 100% sicher, dass ich das Ganze mit der Ernährung komplett gut hinbekommen werde und mit der Kosmetikbehandlung, die ich eben noch habe, dass das Ganze wirklich ein gutes Resultat wird. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich habe euch hier einigermaßen, ja, aushelfen können, zumindest euch ablenken können. Ich weiß, Akne ist das schlimmste Neuzeitkrankheit, die wir haben und die wir leiden müssen. Die meisten von uns zumindest, die jetzt dieses Video schauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Besserung und ich hoffe, dass ihr dieses Medikament nicht nehmen müsst. Ich hoffe, dass ihr alle anderen Sachen beachten könnt und damit eure Akne heilen könnt. Ich bin Samuel Lift. Sonntag 20 Uhr Livestream, jeden Sonntag. Mache ich hier schon seit 5 Wochen, jeden Sonntag 20 Uhr Livestream. Aknefragen, Kieferfragen, Ernährungsfragen, wie auch immer. Ich bin Ansprechpartner. Auf Instagram schickt mir gerne Fotos, wie es bei euch aussieht. Ich kann wirklich an den Fotos erkennen, wie schlimm die Akne ist, was ihr da machen könnt. Ich probiere auch, wir schreiben wirklich ungelogen einmal die Woche jemand wegen der Akne und ich probiere da wirklich alles zu machen. Also meine Tipps, die ich jetzt hier lernen durfte in den letzten 2 Jahren, wo ich an Akne litt, hier nochmal ganz kurz ein Foto einblenden, wie ich aussah. Ja, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen helfen. Ich hoffe, ihr fühlt euch ein bisschen besser. Ich bin Samuel Lift. Und ich sag ciao. Gute Besserung euch.